Nach wie vor ist es so hier, dass bei diesem Telestar Dubman I600 Imperial WLAN-Radio die Funkgeschichte nicht abstellbar, nicht deaktivierbar ist. Hier steht immer unter Systeminformationsstatus Funk. Ja, ist nicht möglich, das abzuwählen. Auch nicht unterm Funknetz abwählbar. Wie soll ich das auch hier abwählen? Es funktioniert einfach nicht. Gehe ich hier auf Kabelnetz, Kabelinfo kommt, Status, Fragezeichen. Ja. Es zeigt mir zwar alles an, aber Fragezeichen. Es zeigt immer Funknetz an. Jetzt gehe ich hier mal die Strahlung, die aggressive Modulation, die hält an. Und bei Einstellungen habe ich ja Netzwerk, habe ich ja quasi bei Funknetz deaktiviert. Ich habe sie die ganze Zeit schon deaktiviert. Netzwerk, Kabelnetz ist aktiv. Es funktioniert normalerweise auch. Ich habe ja die Fritzbox eingestellt. Wenn ich jetzt einen Radiosender nehme, ist ja egal was für einer, ich nehme jetzt einen Radiosender aus Top 10, so, dann nehme ich BBC, jetzt schaue ich mal, was passiert. Und er zeigt immer das Funksymbol an. Ich bin aber, das ist aber meine Fritzbox. Es läuft über die Fritzbox. Und gleichzeitig habe ich hier Maximalstrahlung, also richtig heftig, und habe aber die Fritzbox, die habe ich hier eingepackt. Das Ganze ist mit LAN-Kabel verbunden. Hier ist das LAN-Kabel. Ja, und hier habe ich so einen Dirty Electricity Filter noch drin, weil ich habe sehr heftige Störungen im Funk, im Stromnetz auch, durch den Funk der Nachbarn. Hier unten ist mein, der ist nur auf LAN eingestellt, ja. Nichts anderes als auf LAN. Wie seit 1999 oder auch davor habe ich Modem gehabt, danach habe ich Router gehabt. Es ist nicht möglich, hier das abzustellen, dieses Funk. Das Radio läuft immer auf Funk. Komischerweise habe ich aber gar keinen Funk. Warum sendet eigentlich ein WLAN oder ein LAN-Radio, das mit LAN-Kabel verbunden ist? Wieso sendet das die ganze Zeit? Es sollte doch ein Empfänger sein. Ein Radio ist doch ein Empfänger. Ja? Hier auch, das kriege ich ja auch bestimmt rein. Jetzt ist es wieder aus. Eine sehr heftige, aggressive Modulation, sehr aktiv. Ja, ich halte jetzt die ganze Zeit offenbar meine Kamera verkehrt herum. Ich muss das nachher neu ordnen. Das Video. Das kann nicht angehen, wenn ich jetzt hier eingestellt habe, nur auf Kabel, zeigt mir trotzdem Funk an, das ist aktiviert, Funknetz ist deaktiviert, manuelle Konfiguration ist auf Kabelnetz, alles richtig, Funk ist aber aus, Funk verwalten, das habe ich gar nicht, Homespot, aber ja, sicher entfernen, ja, versuchen wir das mal. Sich entfernen, versuchen wir auch. Wir haben das ja nicht. Es hilft auch nichts. Sieht ihr? Aus, gehen wir auf aus. Haben wir auch aus, habe ich eigentlich auch ausgeschaltet. Nein, das ist ja bescheuert. Hatte schon richtig heftigen Kopfdruck. Deaktiviert auch. Also der Kopfdruck ist schon heftig, was man hier hat. Für mich ist das eine Zumutung hier direkt. Funk habe ich eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich alles abgestellt.
dürfte doch gar nicht sein. Das ist extra leer, ich habe das extra abgestellt. Ein Kabelnetz ist eingestellt. Ja. Es ist einfach unlogisch. Völlig unlogisch. Ich auch extra deaktiviert. Das heißt, es kann eigentlich normal gar nicht sein, dass dieses Radio permanent sendet. Das sendet irgendwie natürlich an die nächste Sendestation. Ne? Braucht natürlich entsprechend mehr Strom. Das ist Dublin E600. Das habe ich eigentlich auch eigentlich abgestellt. Ich habe keine Air-Musik. Ich habe nicht einmal ein Smartphone. Ich brauche ja auch gar kein Smartphone. Ja, Werkseinstellungen habe ich alles schon zurückgesetzt, das habe ich schon zweimal gemacht, das bringt nichts. Funknetz ist aus, Kabelnetz ist ein. Ja, also ihr seht, es bringt nichts. Das Ding sendet permanent, das ist ein Skandal. Alle Geräte haben die Schnüffelhardware drin, die senden raus, beschädigen die Gesundheit der Menschen. Tag und Nacht, auch wenn ich das jetzt ausschalte, ja, strahlt das weiter. Ich schalte das jetzt einfach mal aus. Jetzt ist es abgestellt, ja. Strahlt es weiter. Das ist ja, dass es geht rund um die Uhr, strahlt das weiter. Ich habe nochmal eine analoge Uhr. Jetzt habe ich meine eine. Ja, wahrscheinlich ist es auch das, dass es grundsätzlich immer strahlt. Es lässt sich nicht abstellen. Es ist absolut ausgeschlossen, das abzustellen. Ob ich das jetzt einschalte oder abstelle, es strahlt und sendet gleichermaßen weiter. Es gibt keinen Sinn. Es gibt alles keinen Sinn. Ja, es müsste weggehen, dieses Signal. Dieses links oben stehende Funksignal, das bleibt immer bestehen, ja. Es ist ausgeschlossen, dass das mal hier wegspringt. Passiert nicht, ja. So, das war's mal.